Ist dieser Junge unterwegs, schaut er immer nur nach oben. Das kann manchmal sogar ein bisschen gefährlich werden. Doch was sucht Iftikhar aus Saarbrücken eigentlich? Ich suche immer, wenn ich nach oben gucke, eigentlich immer nur Kuppeln. Häuser sind ja immer so viereckig und so, und Kuppeln ist halt was ganz anderes. Sie sind halt so rund und haben Malereien und so, was man eigentlich bei so einem viereckigen Raum gar nicht haben könnte. Egal, ob den Invalidendom in Paris, das Guggenheim-Museum in New York oder die Isaakskathedrale in St. Petersburg, Iftikhar kennt sich weltweit mit Kuppelbauten aus. Nur in Saarbrücken, seiner Heimatstadt, gibt es kuppelmäßig leider nix. Hi! Hey, Ifti! Deshalb treffen wir uns in einem kleinen Ort ganz in der Nähe. Grüß dich! Gut! Ja, bin Kai. Ja. Wie geht's? Grüß dich. Gut. Ifti kann ich sagen, oder? Ja. Weil Iftikhar ist der richtige Name, aber Ifti ist eine coole Abkürzung. Ja. Naja. Warum haben wir uns jetzt ausgerechnet hier getroffen? Das hier ist das Rathaus in Wembitzweiler. Und diese Kuppel, ich will dir jetzt mal zeigen. Auf geht's in den großen Kuppelsaal. Danach geht es weiter nach oben. Da kommen wir auch noch am, Achtung, Kuppelzimmer vorbei. Hier ist, wie gesagt, das Trauzimmer. Wird halt für solche Sachen benutzt. So ein Trauzimmer in einer Kuppel erklärt auch, woher der Begriff des Verkuppelns kommt. Gibt es schon Aussicht? Gibt es schon Bewerberinnen? Nein. Okay. Hast noch Zeit. Man muss nicht gleich gehen, wenn ich über das Heiraten rede. Jetzt geht's ganz nach oben, rauf auf die Kuppel. Ja. Ich muss hier vor allen Dingen auf meinen Kopf aufpassen. Das ist hier mehr was für klein und nicht so sehr was für groß. Aber die Kraxelei hat sich gelohnt. Wow. Das ist ja mal eine Aussicht hier. Mhm. Wenn du dir irgendwann mal ein Haus bauen solltest, dann braucht das doch auf jeden Fall eine Kuppel. Ja. Egal, wo es hinkommt. Ja. Das steht schon mal fest. Ja. Mhm. Klar, denn Iftikhar ist im Land der Kuppeln geboren, Usbekistan. Bis zu seinem vierten Lebensjahr wuchs er zwischen prächtigen Bauten, historischen Städten und jeder Menge Kuppelgebäuden auf. Usbekistan ist ganz anders als Deutschland und man hat halt diese alten Bauwerke und alles noch. Gibt es eine Hauptkuppel, Nebenkuppeln und so. Man sieht dann halt im Gesamtbild, sieht es halt richtig prächtig aus. Ifti lebt seit 8 Jahren in Deutschland, doch usbekische Traditionen interessieren ihn, zum Beispiel die Landestracht. Die mögen auch Papa Samandar, er ist Jurist, Mama Binafsha, Journalistin und der 2-jährige Ilmior. Wenn man Iftikhar fragt, wo ist für dich also Heimat, er antwortet immer, also ich habe 2 Heimatländer. Also einmal in Deutschland und einmal in Usbekistan. Bei Ifti zu Hause bekomme ich einen usbekischen Kochkurs. Wir machen Samsa. Usbekische Teigtaschen, so wie Fingerfood. Und es ist ein bisschen größer als eine Maultasche, mit Fleisch gefüllt. Gut machst du das. Der 12-Jährige spannt mich ganz schön ein. Was? Ist das zu groß jetzt, was ich jetzt hier gemacht habe? Nee, es ist eigentlich ganz gut, nur es müsste rund sein. Rund? Rund wie eine Kuppel. Offensichtlich bin ich hier der Hilfskoch. Jetzt verrühren. Jawohl, Chef. Da hast du noch kein Ei gemacht. So, jetzt da noch. Na warte, meine Rache kommt. Dann können wir ja in dieser Zeit mal ein bisschen aufräumen. Ja. Guck dir gerne ein bisschen zu. Was? Nee, das geht so nicht. Und ob. Strafe muss sein. Sehr schön machst du das. Für das echte Usbekistan-Feeling hat Ifti mir eine Kuppel versprochen. Leider müssen wir die aber erst zusammenbauen. Ich muss also schon wieder ran. Aber dann endlich haben wir alles für ein perfektes usbekisches Dinner. Also fast alles. Oh, assalamu alaikum. Check. Toll siehst du aus. Ja. Algebra. Und jetzt endlich essen. Ich muss mich nur noch ins Zelt schieben. Ich nehme das hier. Was heißt guten Appetit auf Usbekisch? Yokum nishtaha. Yokum nishtaha.
Lecker. Mmh. Weißt du, warum das so lecker ist? Weil ich das so gut mit Ei bestrichen habe. Mmh. Mhm. Iftikor und Kuppeln. Zwei Dinge, die einfach zusammengehören. Kuppeln kenne ich. Und zwar besser als du, Frau Berben. Wollt ihr noch mehr so freshe Videos? Tja, egal ob Akrobatik oder Zungenbrecher, wir haben sie alle. Also, hier geht's weiter. Und denkt natürlich daran, abonniert den Kanal und denkt an die Glocke.